Herzlich willkommen zum Lecturecast Eigentumsvorbehalt. Der Eigentumsvorbehalt ist nicht nur ein Thema, das im Studium ganz präsent ist, sondern das ist auch etwas, was im täglichen Leben vorkommt, und zwar tausende Male. Der Ausgangspunkt ist eigentlich ein ganz einfacher. § 1052 ABGB normiert das Zug-um-Zug-Prinzip. Die Idee ist also, beim Kaufvertrag etwa, dass der Verkäufer die Ware übergibt und dass der Käufer den Preis bezahlt. Und das Ganze in einem Vorgang. Man kann sich das beim täglichen Barkauf am besten vorstellen. Klar ist aber, dass nicht alle Geschäfte tägliche Barkäufe sind. Es ist möglich, dass der Verkäufer die Ware absendet zum Käufer, dass der Käufer die Ware zuerst untersuchen möchte und erst dann bezahlen möchte. Oder dass der Käufer sich gar nicht leisten kann, den Kaufpreis jetzt schon voll zu bezahlen. Das heißt, dieses Zug-um-Zug-Prinzip ist im täglichen Leben ganz oft gelockert. Und so gelockert, dass der Verkäufer vorleistet, die Ware zuerst absendet, die Ware zuerst übergibt, aber noch kein Geld hat. Das ist für sich genommen noch nicht problematisch. Wenn ich § 1063 ABGB normieren würde, dass auch wenn der Verkäufer noch kein Geld bekommt, er aber die Ware schon übergibt, der Käufer Eigentümer wird. Das heißt, auch wenn der Käufer noch nichts bezahlt hat, wird der Käufer mit der Übergabe nach diesem Konzept des § 1063 ABGB Eigentümer. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass viel von dem, was wir im Sachenrecht lernen, natürlich einen Fall vor Augen hat, nämlich den Fall der Insolvenz einer der Beteiligten, das heißt den Fall des Insolvenzrisikos. Und wenn wir diese Situation der Vorleistung des Verkäufers und des nach 1063 angeordneten Eigentumserwerb des Käufers in der Insolvenz anschauen, dann sehen wir, dass das ganz gefährlich ist. Denn wenn der Käufer insolvent wird, dann hat er Eigentum an der Kaufsache schon erworben und schuldet noch den Kaufpreis. Aber diese Kaufpreisforderung, die der Verkäufer gegen den Eigentümer-Käufer hat, diese Kaufpreisforderung ist eine Insolvenzforderung. Und das ist eine seltsame Situation. Der Eigentümer-Verkäufer überträgt sein absolutes Recht Eigentum an den Käufer. Er verliert also seine absolute und damit unantastbare Rechtsposition und bekommt dafür nur ein relatives Forderungsrecht auf den Kaufpreis. Und dieses relative Forderungsrecht auf den Kaufpreis wird in der Insolvenz zur Insolvenzforderung. Klar ist, dass die Parteien sich das meistens nicht wünschen. Derjenige, der sich es am wenigsten wünscht, ist der Verkäufer. Aber auch der Käufer kann nicht hoffen, dass er so ins Geschäft kommen kann. Und deshalb versuchen die Parteien, dieses Konzept des § 1063 ABGB, Eigentumserwerb auch dann, wenn noch nicht gezahlt wird, rechtsgeschäftlich umzugestalten. Und das können sie auch, denn § 1063 ist eine dispositive Norm. Die dispositive Norm kann also abgewählt werden und kann dadurch abgewählt werden, dass die Parteien einen Eigentumsvorbehalt vereinbaren. Sie vereinbaren also, dass der Verkäufer die Ware übergibt, der Käufer aber noch nicht Eigentum erwerben soll. Das ist keine Durchbrechung des Typenzwangs oder der Typenfixierung, das ist nur eine Umgestaltung des Zeitpunkts des Eigentumserwerbs. Das heißt, das ist völlig unproblematisch zulässig. Die Einigung der Parteien könnte man so beschreiben, dass Verkäufer und Käufer vereinbaren den Eigentumserwerb des Käufers unter einer aufschiebenden Bedingung, nämlich unter der aufschiebenden Bedingung der vollen Zahlung des Kaufpreises. Erst wenn das passiert, bekommt der Käufer, der die Sache schon bei sich hat, das volle Eigentumsrecht. Vorher ist er nicht Eigentümer, der Verkäufer ist noch Eigentümer und hätte damit in der Insolvenz des Käufers die Möglichkeit, sich nicht nur auf sein relatives und damit schwaches Forderungsrecht auf den Kaufpreis zu stützen, sondern seine Sache, die Kaufsache, mit einer Eigentumsklage § 366 ABGB herauszuverlangen. Und diese Eigentumsklage ist natürlich auch in der Insolvenz noch möglich. Wir nennen sie dort nur anders. Das ist ein Aussonderungsanspruch nach § 44 Insolvenzordnung. Das heißt, das gesamte Konstrukt des Eigentumsvorbehaltes können wir nur verstehen, wenn wir sehen, dass die Vorleistung durch den Verkäufer für den Verkäufer gefährlich ist und dass die Parteien sich deshalb ausmachen, dass die Vorleistung entgegen dem gesetzlichen Konzept des § 1063 ABGB nicht zum Eigentumserwerb durch den Käufer führen soll, sondern dass der Käufer zwar die Sache schon bekommt, das möchte er ja auch, aber eben noch nicht Eigentum, sondern erst dann Eigentümer wird, wenn er den Kaufpreis voll bezahlt hat. Wie geht es dann weiter? Wenn der Käufer seine Pflichten erfüllt, das heißt, wenn der etwa beim Ratenkauf seine Raten abstottert und irgendwann einmal voll bezahlt hat oder wenn er beim normalen Versendungskauf den Kaufpreis dann überwiesen hat, dann wird der Käufer ipso jure Eigentümer. Es braucht dazu also keinen gesonderten Akt mehr, denn wir haben den Titel schon.
Wir haben auch den Modus schon. Es ist das Verfügungsgeschäft eben nur aufschiebend bedingt. Die Position, die der Vorbehaltskäufer, also vor der vollen Zahlung hat, erstarkt quasi von selbst zum Vollrecht Eigentum. Schwierig ist natürlich, was passiert, wenn der Käufer seinen Pflichten nicht nachkommt, wenn er also in Insolvenz fällt und damit der volle Kaufpreis nicht mehr bezahlt wird oder wenn er aus welchen Gründen auch sonst den Kaufpreis nicht bezahlt, damit in Verzug gerät und der Verkäufer seine Sache zurückhaben möchte. Wie das zu bewerkstelligen ist, dazu muss man, glaube ich, zuerst verstehen, wie die sachenrechtliche Situation genau ausschaut. Wir haben bis jetzt ja nur gesagt, der Verkäufer bleibt Eigentümer, der Käufer ist es noch nicht. Aber der Käufer hat schon auch eine Rechtsposition. Er hat eine Sache bei sich, deren Eigentümer er werden soll. Und der Eigentumserwerb hängt auch nur mehr an ihm. Man bezeichnet die Rechtsposition des Vorbehaltskäufers als Anwartschaftsrecht. Er hat die Anwartschaft, Eigentümer zu werden. Und diese Anwartschaft ist Dritten gegenüber fast wie ein dingliches Recht geschützt. Man spricht auch von quasi-dinglichen Rechten. § 372 ABGB gibt Ihnen dafür die Rechtsgrundlage. Solange zwischen dem Verkäufer und dem Käufer ein Kaufvertrag aufrecht besteht, kann der Verkäufer die Sache aber nicht einfach zurücknehmen oder zurückverlangen. Warum? Weil dieser Kaufvertrag dem Käufer natürlich auch ein Recht zum Besitz gibt. Das heißt, der Verkäufer ist zwar Eigentümer, aber der Käufer kann jedem Herausgabeanspruch, ob aus einem Kaufvertrag oder aus der Eigentumsklage, sein Recht zum Besitz aus dem Kaufvertrag einwenden. Und damit ist eigentlich ganz klar, wie es weitergehen muss. Wenn der Eigentümer seine Sache zurückhaben möchte, muss er dieses Recht zum Besitz beseitigen. Und er kann das nur tun, indem er vom Kaufvertrag zurücktritt. Das ist ein allgemeines Verzugsproblem. Er wird eine Nachfrist setzen müssen. Und wenn der Rücktritt erfolgt ist, wenn der Vertrag, der Kaufvertrag beseitigt ist, dann ist klar, dass der Käufer dem Vorbehaltsverkäufer nichts mehr entgegenhalten kann, kein Recht zum Besitz mehr entgegenhalten kann und dass der Vorbehaltsverkäufer damit seine Sache, sein Eigentum herausverlangen kann. Natürlich wird er auch die einkassierten Raten zurückgeben müssen. Natürlich werden wir über Bereicherungsansprüche diskutieren können. Aber in der Grundstruktur ist der Eigentumsvorbehalt eigentlich ganz leicht verstanden. Begründung des Anwartschaftsrechts für den Vorbehaltskäufer, Zurückbehaltung des Eigentums durch den Vorbehaltsverkäufer und die Möglichkeit, dieses Eigentumsrecht quasi zu aktivieren, sich auf das Eigentumsrecht zu stützen, wenn das Recht zum Besitz beseitigt wurde. Das ist der Grundfall des Eigentumsvorbehaltes, das ist die Grundstruktur des Eigentumsvorbehaltes und das ist, wie gesagt, eine Praxis, die sich im täglichen Wirtschaftsleben tausendmal jeden Tag findet, aus den schon genannten Gründen. Allerdings wird es dann im Detail noch ein bisschen komplizierter und Ihnen sind vielleicht schon die Begriffe des verlängerten Eigentumsvorbehalts, des weitergeleiteten Eigentumsvorbehalts, des nachgeschalteten Eigentumsvorbehalts geläufig, aber das schauen wir uns in einem gesonderten Lecturecast an.